Jo, wir sind bei Singer-Songwriter, ne? Also Gitarre, singen und das am besten gleichzeitig. Genau, richtig. Darum geht's, ne? Richtig, das ist es. Also bisher war das ja so, wenn du Akustikgitarre spielst und singst, dann hast du immer einmal Effekte für deine Klampfe, du hast Effekte für deine Vocals und vielleicht willst du noch einen kleinen Looper. Also du brauchst eigentlich immer schon ein komplettes Pedalboard. Wir haben uns gedacht, bei Boss, wie wär's denn, wir packen das alles mal in ein Teil rein, was A, easy vom Handling ist und wo dann sogar noch der FOH Spaß dran hat, denn das erkläre ich euch gleich. Erstmal, der VE8 ist ein Effektgerät für Akustikgitarre. Hier vorne sehen wir das in dieser ersten Sektion. Man kann mehrere Effekte gleichzeitig verwenden. Wobei wir natürlich wissen, dass viele Leute, die Akustikgitarre spielen, anders arbeiten als zum Beispiel Leute, die E-Gitarre spielen. Denn man will vielleicht die Effekte nur so ein bisschen subtil dran haben. Ein klein wenig Chorus, ein klein wenig Hall, ein bisschen Echo. Dann haben wir hier diese zweite Sektion, Vocals. Mit der kannst du ein bisschen an deiner Intonation arbeiten. Also wenn du nicht so ganz fit bist, hilft dir das Gerät mit der Intonation etwas. Natürlich kann es nicht, wie viele es vielleicht versprechen, aus einem schlechten Sänger einen guten Sänger irgendwie zaubern. Das ist klar, das haut nicht hin. Was wir allerdings machen können, wir fügen Harmoniestimmen hinzu. Also wir haben hier die Wahl zwischen einer extrem hohen Stimme, zwischen einer höheren Stimme, zwischen hoch und höher, zwischen einer tiefen Stimme. Also wir können verschiedene Chöre praktisch per Fußschalter hinzufügen zu dem, wenn wir halt singen. Der Trick dabei ist, du hast zwei Arten, wie das erzeugt wird. Du kannst A, einmal dem Apparat vorher sagen, mein Lied ist in einer bestimmten Tonart, indem du diese Tonart hier vorgibst. Du kannst aber auch auf Auto gehen. Das hat zur Folge, dass du mit deiner Akustikgitarre praktisch die Akkorde vorgibst. Ah ja, das ist interessant. Das heißt, hier kann ich entweder einen Key auswählen oder es geht auf Auto. Genau. Das heißt, die Gitarre gibt mir den Key genau vor. Richtig. Ne? Genau richtig, ja. Und das Schöne ist halt, weil das auch nicht ausreicht, haben wir gleich noch einen kleinen Looper mit eingebaut und du kannst hier jeweils wählen, was du gerade auf diesen Looper schickst. Also das heißt, wenn du zum Beispiel spürst irgendwie, meine Vocals sind jetzt viel zu weit hinten, dann hast du hier sofort einen Regler, mit dem du die halt stärker auf diesen Looper drauf schicken kannst. Und du kannst jeweils entweder Gitarre oder Vocals jeweils anschalten oder abschalten. Also das ist nie so, dass du zum Beispiel immer alle zwei Sachen drauf spielst, ja. Was natürlich dann auch bei irgendwelchen Fehlern diese Fehler jeweils vervielfältigt. Ganz wichtig ist, wir haben hinten zweimal XLR Output und der ist sogar insofern flexibel. Du kannst A, die komplette Stereosumme rausholen, also heißt sowohl Akustikgitarre als auch Vocals als ein Stereo-Signal. Wenn du jetzt mit einem FOH arbeitest, also mit einem Festival-Pult hast und der hätte gerne alles bitte separat, dann kannst du ihm über den einen XLR gibst du ihm deine Gitarre mit Effekte und auf dem anderen gibst du ihm deine Vocals mit Effekten raus. Also sehr flexibel, arbeitet wie gesagt komplett auch als DI-Box mit Groundlift. Alles dabei in einer Kiste. Boss VE8. Acoustic Singer, das Gerät für Singer und Songwriter. Acoustic Singer, absolut. Eine VE8, normalerweise nur zwei Buchstaben. Diesmal haben wir Acoustic Singer, ne? Ja, ja. Das ist weit rausgelehnt. Ja, ja, wir haben uns hier also wirklich extrem weit aus dem Fenster gelehnt, denn wir wissen alle, bei Boss heißen die Effekte entweder irgendwas mit zwei Buchstaben, einer Zahl oder drei Buchstaben. Und eine Zahl. Eine Zahl. Genau, und hier haben wir wirklich echt mal, dass man so sofort sieht, wozu das eigentlich da ist, eben für Acoustic Singer. Ja, ich glaube, also mit dem Ding werden die Leute viel, viel Spaß haben. Natürlich ist klar, ich meine, ich erwähne es nochmal, das ist natürlich ein Teil mit ganz, ganz vielen Features. Ja, wenn man die jetzt alle aufzählen würde, würde euer Video doch irgendwie so um die 20 Minuten werden. Natürlich kann man hier mit XLR, geht man rein, man hat Phantomspeisung für hochwertige Kondensator, Mikros und irgendwie, ja, rundum sorglos Paket für Singer und Songwriter.